Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zu Ihrem Wirtschaftsfenster MV. Auch in dieser Sendung dreht sich wieder alles um die EFRE-Förderung. Dazu sind wir bei einem Handwerksbetrieb in Torgelow und wir besuchen ein ganz besonderes Hotel in Stolpe an der Peene. Beginnen wollen wir diese Sendung aber zum Thema Forschung an der Universität in Rostock. Auf dem Campus der Universitätsmedizin Rostock ist auch die Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie zu Hause. Die Dermatologie beschäftigt sich mit der Haut. Mit einer Fläche von 1,5 bis 2 Quadratmetern ist sie das größte und mit rund 14 Kilo das schwerste Organ unseres Körpers. Um die Wirksamkeit von Heilmitteln zu erproben, gibt es ein Forschungslabor speziell für die Dermatologie. Genau, das ist das Forschungslabor der Hautklinik und hier haben wir ein High-Content-Imaging-Gerät. Das ist ein Hochdurchsatzmikroskop, womit man viele Proben gleichzeitig oder in kurzer Zeit nacheinander untersuchen kann, viele mikroskopische Aufnahmen machen kann. Die große Stärke des Systems liegt darin, in kurzer Zeit automatisiert mikroskopische Aufnahmen von vielen Proben gleichzeitig zu erstellen und diese zu analysieren. So kann man zum Beispiel verschiedene Substanzen, die möglicherweise Krebszellen zerstören können, auf ihre Wirksamkeit erproben. Die vielfältigen Möglichkeiten des Gerätes haben auch das Interesse der Wirtschaft geweckt. So gibt es mehrere Zusammenarbeiten mit verschiedenen Unternehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir arbeiten mit vielen oder mit einigen kleinen und mittelständischen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch bundesweit zusammen. Zum Beispiel mit Firmen, die Plasma-, Kaltplasma-Geräte entwickeln und herstellen. Das sind innovative Geräte, die für die Wundheilung zum Beispiel eingesetzt werden, aber eben auch für die Krebsbehandlung erforscht werden. Und da können wir letztendlich die Wirksamkeit der Geräte oder auch die Wirkmechanismen auf molekularer, auf Zellkulturebene untersuchen. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung unterstützte die Anschaffung des Gerätes. Die Förderung durch die EFRE-Gelder ist enorm wichtig. Das stärkt den Standort enorm. Es ermöglicht uns, die Zusammenarbeit mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen auszubauen, aber auch Drittmittel einzuwerben und dann mit anderen akademischen Partnern zusammenzuarbeiten. Das ist durchaus ein großer Vorteil, jetzt so ein modernes Gerät auch hier vor Ort zu haben. Von den 470.000 Euro Anschaffungskosten betrug der EFRE-Anteil 352.500 Euro. Gut investiertes Geld in die Forschung und den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern. In Torgelow bei der Metallbau Wittenberg werden seit über 140 Jahren Metalle verarbeitet. Herkömmlich werden sie mit Plasmaschneider oder Laser geschnitten. Seit kurzem gibt es dort aber eine neue Methode, das Material zu bearbeiten. Im Handwerksbetrieb Metallbau Wittenberg beschäftigt man sich normalerweise mit Leistungen wie Stahl-, Messebau- und Blecharbeiten. Je nach Kundenwunsch werden Metalle verschiedener Art geschnitten, geschliffen und gebogen. Zum Einsatz kommen dabei oft Plasmaschneider oder Laser. Seit 2 Jahren wird im Unternehmen auch mit einer Wasserstrahlschneidanlage gearbeitet. Diese erweitert die Möglichkeiten des Betriebes erheblich. Speziell können wir zum Beispiel Stein schneiden bis 200 mm. Wir können aber auch Stoffe wie Leder, Dichtung, Glas, Spiegel auch schneiden, aber natürlich auch Metalle, Aluminium, Edelstahl und Stahl. Die Anlage schneidet Materialien, indem eine Mischung aus Sand und Wasser mit einem Druck von 4000 bar auf dem Werkstoff geschossen wird. Der Abrieb erledigt dann den Rest. Das Verfahren bringt dabei vor allem einen entscheidenden Vorteil mit sich. Wir bringen keine Wärme in das Material. Das ist ja nachher sehr wichtig, dass sich das nicht verformt. Wenn man jetzt Plasma hat oder Laser, dann kann es sein, dass man bei bestimmten dünnen Blechen sich eben die Materialien eben auch verformen.
In manchen Anwendungsbereichen kommt es eben genau auf die richtige Form an. Deshalb untersuchte man im Rahmen eines Projektes, ob Wasserschneidanlagen auch für gewollte Verformungen einsetzbar sind. Ja, der Hintergrund war der, wir machen ein Geschäftsfeld von uns, ist der Messebau und der Ladenbau. Und da haben wir Kunden, die möchten große Aluminium, zum Beispiel Aluminiumtafeln oder Abbildungen haben, aber mit verschiedenen Mustern. Die möchten nicht, die möchten sich von den anderen hervorheben und möchten also ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, dass wir mit der Wasserschreimaschine Bleche umzuformen. Und das heißt, wir versuchen durch den Strahl, durch den Druck, das Bild oder das Blech zu verformen, sodass wir eine 3D-Abbildung bekommen, zum Beispiel von einem Gesicht eines Menschen. Dieses und ähnliche Projekte werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt, um Forschung, Entwicklung und Innovationen in Mecklenburg-Vorpommern zu fördern. Um das Vorhaben vom Metallbau Wittenberg zu realisieren, waren rund 400.000 Euro nötig. 80% dieser Summe stammen aus EFRE-Mitteln. Die hier entwickelten Lösungen zur Blechumformung werden in der Zukunft gerade für Architekten und Designer spannende neue Möglichkeiten bieten. Wer es gepflegt und gemütlich in rustikalem Ambiente mag, der sollte dem Gutshaus Stolpe einen Besuch abstatten. Über viele Jahre wurde dort in den Erhalt des Hauses und in die Instandhaltung des alten Klostergeländes investiert. In Stolpe an der Peene westlich von Anklam befindet sich das Relais und Chateau Gutshaus Stolpe. Inmitten der Natur, direkt an der Peene gelegen, hat sich hier auf dem alten Klostergelände eine wahre Wohlfühloase entwickelt. Hoteldirektorin Christina von Wrede weiß, was die Gäste zu schätzen wissen. Es ist familiärer hier. Es ist kein normales Hotel, es ist wirklich das klassische Gutshaus. Wir sind die Gastgeber und wir erwarten unsere Gäste, wie sie das zu Hause auch machen würden. Und so fühlen sich die Gäste hier auch untergebracht. 36 Zimmer in unterschiedlichen Preiskategorien, 3 Ferienhäuser, ein großzügiger Wellnessbereich inklusive beheiztem Außenpool und ein Restaurant mit gehobenem Anspruch zählen zum Angebot des Hauses. Auch wenn wir seit 21 Jahren durchgehend den Michelin-Stern haben, wir haben auch durchaus ein Restaurant, was nicht Gourmet ist. Wir haben die älteste Wirtschaft in Norddeutschland, das ist der Verkrug. Die vielen Einzelgebäude rund um das Gutshaus Stolpe wurden aufwendig restauriert, so auch die alte Schmiede. Für Bürgermeister Marcel Falk, der schon seit 20 Jahren im Amt ist, war die Restaurierung eine Herzensangelegenheit. Na, weil sie zum gesamten Gutsensemble dazugehört. Wir haben ein wunderschönes Gutshaus, wir haben die alte Klosterruine, wir haben den Verkrug. Und zum Verkrug hat die Schmiede gehört und zum Gutsensemble. Und von daher haben wir gedacht, das müssen wir unbedingt fördern und hat auch gut geklappt. Für die Restaurierung der Schmiede gab es durch die Fördermittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanzielle Unterstützung. Von den rund 180.000 Euro wurden knapp 135.000 Euro vom Land übernommen. Den restlichen Betrag übernahm der Gutsherr und Eigentümer der Gutsanlage Kurt Stürken. Wir haben gesagt, wenn ein privater Investor herkommt und entwickelt und das so öffentlich lässt und der Öffentlichkeit zugänglich macht, dann müssen wir als Gemeinde bestrebt sein, das Ganze auch voranzutreiben. Und so ist es eine Win-Win-Situation zwischen der Gemeinde und zwischen dem Eigentümer des Gutshauses. Und wir versuchen im Prinzip, unseren Ort bestmöglich darzustellen, dass sich Gäste und Einheimische einfach wohlfühlen hier. Seit 1994, nachdem der Gutshof von Kurt Stürken erworben wurde, ist hier viel passiert. Der Zuspruch der Besucher und der Einheimischen gibt den Verantwortlichen recht, dass dieses Idyll an der Peene aufrechterhalten bleibt und weiterhin so gepflegt wird. So viel von uns. Am 18. August gibt es dann wieder 3 neue Beiträge aus Ihrer Region hier beim Wirtschaftsfenster MV. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.